So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Letztes Mal haben wir einige Zora-Quests gemacht. Und dadurch die Zora-Rüstung vollständig bekommen, was sehr, sehr cool ist. Jetzt versuchen wir noch eine Zora-Quest zu machen, von der ich noch nicht so ganz sicher bin, ob ich sie richtig verstanden habe. Der große Fisch, der ewige Wächter. Das hier sieht nach einem ziemlich großen Fisch aus. Zu Füßen seiner Statue ist ein Schatz. Eine lange Brücke führt dorthin. Unter dieser Brücke soll man zwei Wasserfälle passieren. Und die Furcht überwinden. Ich rede nochmal mit Sidon. Danke für nix. Also, mein Problem ist, hier drüben sind mehrere Wasserfälle. So. Aber hier drüben ist keine Brücke. Ich soll unter einer Brücke jede Furcht von mir walten, also jede Furcht von mir lassen. Das ist die eine Sache. Unter einer Brücke jede Furcht ablegen. Und dann soll ich aber gleichzeitig und sind hier irgendwelche Wasserfälle komisch? Aber hier ist ja... ist ja keine... Also das ist ja auch jetzt... wird gerade wieder eine Brücke. Das ergibt für mich noch nicht so richtig viel Sinn. Ich versuche jetzt halt mal hier unter diesen... also hinter diesem Wasserfall zu schwimmen. Ob das irgendwie möglich ist. Ohne dass er den gleich wieder hochklettert. Aber er klettert ihn halt gleich wieder hoch. Ich meine, er würde ihn wahrscheinlich nicht wieder hochklettern, wenn ich die Rüstung ablege. Na, das ist natürlich mehr. Das ist natürlich klar. Okay, hier kann man stehen. Hier kann man stehen. Das ist schon mal eine, das ist schon mal eine Information. Dahinter kann man stehen. Das ist schon mal eine Information, mit der ich was anfangen kann. Auch wenn es nicht ganz so lief, wie ich wollte. Aber ja, ist natürlich klar, mit anderen Klamotten mache ich dann natürlich nicht mehr so ein Quatsch mit dem Hochklettern. Alles klar. Okay. Okay. Wir haben die Höhle zu dem Schatz gefunden. Höhle am Dorf der Zoras. Und da hinten ist der zweite Wasserfall. Ach! Du Scheiße. Und hier geht's auch wieder runter. Jetzt aber wirklich. Ja. Oh, und wisst ihr, was da unten ist?
Da unten ist die Ranell-Mine. Da unten ist doch safe die Ranell-Mine. Wo der Jäger wieder auf uns wartet. Das müsste doch hinkommen. Okay, wir passieren jetzt erstmal den zweiten Wasserfall. Und dann kümmern wir uns um die Ranell-Mine. Vorher sucht man natürlich hier das Viech, das Leuchtviech. Der muss hier auch irgendwo rumfliegen. Oh, der Felshammer macht auch gleich einen Abflug. Das ist natürlich ärgerlich. Habe ich die schon mal fotografiert, die Schleichschnecken? Nein. Aber jetzt. Na, haben's doch schon. Hä, wir hatten's nicht? Naja, aber ich meine, hasse ich dieses Fotomodul echt. So. Oh, Bomben. Bomben sind wichtig. Können wir wieder mitnehmen, ein paar. Sehr gut. Sehr gut. So, okay, dann jetzt diesen Wasserfall noch hoch. Und hier nochmal ordentlich Leuchtsteine mitnehmen. Warum nicht? Ups. Das wollte ich nicht, aber ist egal. Da ist er. Da ist mein Kollege. Okay, Majoi Signum kommt zu mir. So geht's auch. So. So, muss ich vielleicht... Ah, warte. Wir legen wieder unsere Furcht ab, im Sinne von unserer Kleidung. Dann ist hier hinter nochmal was. Jo. Da ist... Okay, jetzt bin ich aber echt gespannt. Jo, ein Diamant. Stabil. Jetzt bin ich aber echt gespannt, was hier nochmal für ein Schatz... Ich meine, es kann ja kein... Ah, es könnte eine Zora-Waffe sein. Oder ein Zora-Schild. Naja, Zora-Schild wäre langweilig. Ha, was könnte der Schatz sein? Lichtschuppenlanze. Routerhelm. Oh. Okay. Okay. Okay, ja, das ergibt Sinn. Okay, aber damit ist die Quest abgeschlossen, ne? Ich muss nicht noch mit Sidon quatschen. Okay. Irgendwann kann ich das mit Sidon bequatschen, dass ich das gefunden habe, aber ich muss jetzt deswegen nicht zurück, um die Quest abzuschließen. Aber der Zora-Helm ist stärker, also lege ich den an. Ich glaube nicht, dass das am Schwimmtempo... Ja. Nee, es ändert auch nichts am Schwimmtempo. Okay, dann lassen wir den Zora-Helm dran. Um uns jetzt... hier hinabzustürzen. In die Tiefen.
des Untergrunds. Einmal mehr. Wobei, da unten ist natürlich Leuchtkleidung sinnvoll. Ich bin doof. Sorry. Eins, zwei. Ich habe ja schon ein bisschen Leuchtkleidung. Und dann halt einfach noch eine ordentliche Ausrüstung hier. Da haben wir fünf drauf. Damit klettern wir besser. Dann nehmen wir das vielleicht. Haben wir sonst noch irgendwas Krasseres? Oh, da haben wir sieben drauf. Auf die Hylia-Rüstung, Heilia-Rüstung haben wir sieben. Dann machen wir doch das. Okay. Dann geht es hinab. Ich wollte speichern. Da wollte ich hin. Dann geht es hinab in die Tiefe. Warum ist bei Aktionen neu? Schildschlitt. Ach so, Schildschlitt. Okay. Abflug. Es ist, wir landen direkt bei der Mine. Okay. Okay, lol. Also ich meine, ich wusste ja, dass die Mine hier ist. Oder beziehungsweise ich habe damit gerechnet, dass die Mine hier ist. Aber dass wir direkt bei der Mine landen, damit habe ich nicht gerechnet. Oha. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Und ich habe da drüben schon eine Wurzel gesehen. Die können wir gleich mal auslösen. Um hier hell zu machen. Bevor wir uns dann mit Kurga ins Gefecht stürzen. Oh mein Gott. Hier ist einfach direkt die Mine. Okay, aber sind wir auch ehrlich? Es ist schwer genug, die so zu finden. Es ist schon schwer genug, die so zu finden. Es ergibt natürlich Sinn, dass die gleich hier ist. In Before, das ist nur so eine Zwischenmine und gar nicht die richtige. Das wäre auch frech, aber glaube ich jetzt nicht. Warte, in welche Richtung ist die Mine? Ah, nicht in der. Krass. Oh, die ist richtig auch im Wasser, das habe ich... Oh Mann, das habe ich gar nicht gesehen, dass hier so viel Wasser ist. Auch interessant. Oh ja, dann ziehen wir doch nochmal die Rüstung an, die Zora-Rüstung. Ja, da merkt man schon den Unterschied, ne? Da merkt man den gewaltigen Unterschied. Also Jäger sind auf jeden Fall hier, das ist klar. Aber ist Koga hier, ist die goldene Frage. Ja, doch, Ranelmine. Okay, 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 okay. Er ist hier auf jeden Fall. Ja. Da steht er. Das bedeutet für uns Essen fassen, denn es gibt wieder einen Bosskampf. Das gibt wieder einen Bosskampf gegen Koga. Und der ist, haben wir gelernt, nicht zu unterschätzen, der Kollege. So. Und dann rüsten wir uns jetzt wieder ordentlich aus. Dann kann jetzt auch mal hier... dann nehmen wir jetzt einfach das Stärkste, was ich habe. Und dann hätten wir einmal... ich kann doch bestimmt nach Stärke sortieren. Partie nach Sets. Okay, ich kann nicht nach Stärke sortieren. Das ist ärgerlich. Aber gut, also das stärkste Rüstungsding ist das hier. So. Der stärkste Helm scheint der Heilerkapuze zu sein. Ja, passt auch zur Rüstung, ne? Und dann wahrscheinlich der Heilerbeinschutz. Ja. Also, die Heilerausrüstung ist aktuell das stärkste, was wir haben. Sehr gut. Let's go. Noch die richtige Waffe auswählen. Halt, das machen wir aber so. Damit gleich ordentlich aufs Maul. Ich frage mich nur gerade, wo der Kampf stattfinden soll.
Aber wahrscheinlich denken die sich gleich irgendeine Fläche aus zum Kämpfen. Mist, da stimmt doch was nicht. Halte ich meine Hand irgendwie falsch? Nein, so geht das nicht. Ah, wie lange stehst du da schon rum? Spionierst du mir etwa nach? Du... Feigling! Ich habe dir doch gesagt, dass ich meinen Plan geändert habe. Diese alberne Macht der Götter brauche ich nicht. Aber hier haben wir alle schon abgegrast. Was du gerade sahst, war nur... Tja... Pillepalle! Ach, ist doch auch Schnuppe. Dafür kann ich es nicht fassen, dass du mir bisher gefolgt bist, nerviger Typ. Den alten Zeiten zuliebe hätte ich dir den Riesengefallen getan, gegen mich antreten zu dürfen. Aber so wie die Dinge entstehen, kannst du mir gut und gerne gestohlen bleiben. Das Ende ist nämlich nah. Ich kann also meine wertvolle Zeit nicht mit einem Duell gegen dich vergeuden. Macht ihn platt, meine Schergen. Muss ich jetzt aufs Wasser mit ihm? Okay. Na dann. Was macht man jetzt, wenn man den Kollegen noch nicht hat, hier den Gorone-Typ? Okay. Wo ist er denn hin? Ah, da vorne fährt er rum. Weil mit dem Goron ist es doch jetzt bestimmt eine interessante Geschichte. Was? Okay. Rückwärts, Rückwärtsgang. Rückwärtsgang. Okay. Das klappt jetzt nicht ganz so gut. Okay, ich kann nicht rückwärts fahren. Okay, dann anders. Ja, also ich bekomme zum Glück immer wieder Boote geschenkt. Finde ich sehr praktisch. Bäm. Oh, wo taucht er jetzt auf? Da drüben, okay. Tatsächlich ein guter Schild. Schade. Treffer? Okay. Die Waffe macht gleich einen Abflug. Das ist ärgerlich, aber da kann man nichts machen. No! Hoch mit dir, Link!
Warte, wir nehmen eine andere Waffe, dann geht's schneller. Irgendein Schwert. Oder ne, eine Lanze. Ne, habe ich nicht eine Lanze noch? Ja, doch. Die reicht vielleicht. Komm. Yes. Sie reicht. Sehr schön. Aua. Ach, ich bin abgerutscht. War einfach zu nass. Aber freu dich nicht zu früh, Link. Ich habe schon alles so noch Energieristalle eingesagt, die es hier gab. Und jetzt halt dich fest. Meine Schergen haben sich gemeldet. Sie haben ihn gefunden. Den Dämonenkönig. Fast sind wir soweit. Nur noch ein winziger Schritt, bis der lang gehegte Wunsch der Jägerbande in Erfüllung geht. Wir haben nun mehr als genug Sonnenenergiekristalle. Die nächste verlassene Mine wird also die letzte sein. Hör gut zu, Link. Meine letzte Ausgrabung werde ich in der verlassenen Nordwestmine vornehmen. Oh, es gibt noch eine. Okay. Nordwestmine. Nordwestmine. Nordwesten ist das Orni-Gebiet. Waren wir da nicht schon bei einer Mine? Danach werde ich mit der gesammelten Macht die ultimative Waffe aktivieren und sie dem Dämonenkönig darbieten. Das heißt für die Welt, Schluss. Unsere nächste Begegnung wird die letzte sein. Hat er das nicht beim letzten Mal schon gesagt? Nee, wahrscheinlich nicht. Dann kriegst du deine Abreibung. Link. Danke, dass du die Eindringlinge unbeschädigt gemacht hast. Ich habe alles mit angehört. Diese verlassene Mine im Nordwesten ist sicher die verlassene Hebra-Mine. Da waren wir doch schon. Allerdings sind Abgründe in der Hebra-Region ausgesprochen rar gesät. Oder waren wir da noch nicht? Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken, ob ich da schon einen Teleport hin habe. Ich dachte, wir waren da schon. Und der Weg, der vom Hyrule-Gebirge dorthin führt, soll durch die Witterungsentschlüsse jetzt unbenutzt. Oder wir waren da noch nicht. Ich weiß es nicht. Hey, ich bin verwirrt. Ein Abgrund, über den man die verlassene Mine direkt erreicht. Ja, hier kriege ich wieder was gelernt. Erstmal Truhe. Nice. Sehr nice sogar. Dann bringen wir uns wieder was bei. Und dann müssen wir hier wieder ein bisschen rumforsten, was es hier alles an Stuff gibt. Rumforsten, rumforschen, wollte ich sagen. So, was bringst du mir Hübsches bei? Blitzschlagboot, okay. So, zeig mal her. Aha. What the heck? Das ist also, da vorne ist irgendwas Elektrisierendes dran. Das kenne ich noch gar nicht, glaube ich. Ich glaube, das kenne ich noch gar nicht. So. Okay, aber wir haben hier natürlich jetzt auch wieder einige Sachen zu erledigen. Zum Beispiel. Okay, ich sollte das nicht mit diesen Waffen machen. Zum Beispiel hier alles mögliche looten.
So, da oben war ich ja diesmal drauf. Also das muss ich jetzt nicht nochmal angucken. Da haben wir schon abgeräumt. Da haben wir schon alles abgeräumt, glücklicherweise. Okay, sehr gut. Dann schalte ich jetzt den Kollegen hier wieder ein. Auch das müssen wir natürlich erledigen. Nein, das wollte ich nicht drücken. Ich wollte alles drücken, aber nein, das wollte ich nicht wissen. So, der ist auch wieder aktiv. Gut. Dann looten wir ein bisschen weiter. So, hier noch irgendwas drauf? Nein, sieht soweit gut aus. Aber das wäre jetzt wieder witzig. Wahrscheinlich erreicht man diese Mine auch wirklich nur über diese Zora-Höhle erstmal, ne? Oder über diese ganzen Statuen-Geschichten. Das kann auch sein, ne? Dass man diese Statuen... Hoppala. Ach, lol! Stimmt! Ich habe ja ihn hier dabei. Ich kann doch mit ihm auch Truhen kaputt machen. Ich brauche doch gar nicht mehr... Oh, das da drüben sieht sehr wichtig aus. Ich brauche doch gar nicht mehr meine Waffen einsetzen dafür. Ich habe doch hier meinen Kollegen. Der macht es doch für mich. Warum bin ich denn doof? Nice. Sehr schön. Ich wollte zwar nicht da runterfallen, aber ist okay. So, ich will nämlich darüber natürlich auch noch. Da oben sind auch noch meistens Irrlichter. Auf dem Weg hierher manchmal auch, diesmal nicht, okay. Da ist gar kein Irrlicht. Da drauf ist diesmal auch kein Irrlicht. Liegen hier noch irgendwelche Sonanium-Kristalle? Jawollo! Sonanium liegt hier noch rum. So kennen wir das. Mögen das auch. Das war es aber auch schon wieder. Aber jetzt ja nicht so die riesige Ausbeute. Das will ich gar nicht lesen. Hier noch irgendwas Spannendes oder ist das einfach nur das Jägerhaus? Nicht mal Bananen. Die haben nicht mal Bananen hier gelassen diesmal. Frech. Na gut. Okay. Das heißt aber, wir sind hier, glaube ich, soweit fertig. Wir haben auf jeden Fall die große Dings mitgenommen. Das war gut. Da scheint keine drauf zu sein. Diesmal. Manchmal ist da ja eine drauf, aber diesmal scheint es nicht so zu sein. Das scheint ein bisschen so ein abgeschlossener Bereich zu sein, tatsächlich, dass man hier, na, weil hier überall so riesig alles rum ist, das ist so einfach hier drin in so einer Schlucht. Oh! Da oben ist noch eine große Dings. Okay, klappt gut. Link, what the fuck? So. Da oben ist noch eine große. Wie komme ich denn da am schnellsten? Kann ich da einfach hochklettern? Ja, sieht gut aus. Okay, dann rüsten wir uns mal mit Kletterkram aus. Wie hoch ist es? Ah, also wenn ich es nicht schaffen sollte, muss ich ein bisschen Ausdaueressen zu mir nehmen. So, aber Kletterkram.
Nee, das war nicht Kletterkram. Klettern ist das hier. Ja, das war's auch schon. Ich habe sonst nichts zum Klettern. Ah, ärgerlich. Okay. Eskaliert halt alle. WTF. So, neuer Versuch. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich fände es super lustig, wenn wir jetzt da oben einfach so die letzte Statue finden, die dann den Weg hierher gezeigt hätte. Aber wir haben jetzt den Weg anders gefunden. Oh, guck mal, das hier, da wird es ein bisschen flacher. Da kann ich vielleicht sogar kurz Pause machen. Vielleicht kann ich hier sogar kurz Pause machen. Da wird es ein bisschen flach. Naja. Hat sich, glaube ich, erledigt mit flacher. Von hier sieht es gar nicht mehr flacher aus. Schade. Ja, das reicht schon mal nicht. Habe ich noch Ausdauerfood? Das ist nicht sehr viel. Scheiße. Ja, das war's mit meinem Ausdauerversuch. Fuck. Oh, die Fitnessmedizin. Oh, die füllt die komplett auf. Die füllt die komplett auf. Genau, was ich gebraucht habe. Ja. Ja. Da wäre die letzte Statue. Also diese Statuen hätten hier hingezeigt. Da hätte man wieder so einen riesigen Statuenweg gehen müssen und wäre dann hier hingekommen. Und so haben wir einfach mal gesagt, nope. Wir lassen uns den Weg weisen von dem einzig wahren Sidon. Ja. Und dann mussten wir jetzt die Statue nicht... Oh, das ist voll gut, dass wir die Statuen jetzt nicht machen mussten. Weil das halt einfach... Ja, na, dann hätten wir jetzt wieder die ganzen Statuen alle beleuchten müssen und so weiter und so fort. Und so geht es jetzt natürlich viel einfacher. Oh mein Gott, das wäre eine Sucherei geworden. Na. Gut. Ja, sehr, sehr schön. Das wäre zwar auch irgendwie episch, über die Statuen dann dahin zu kommen und am Ende sich zu freuen, dass man sie gefunden hat. Ich sehe jetzt von hier aus auch keine neue Wurzel oder irgendwas Spannendes in der Nähe leuchten. Deswegen verziehen wir uns jetzt und gucken jetzt nochmal auf der Karte. Ah, es war die Eldin-Mine haben wir. Wir haben die Mine hier hinten. Wir haben hier tatsächlich noch keine Mine. Wir haben hier tatsächlich noch keine Mine bei Hebra. Okay, da müssen wir noch suchen. Da müssen wir noch suchen. Wie genau wurde das jetzt gesagt? Einen Abgrund findest, der dich in die verlassene Hebra-Mine führt. Okay. Ich würde gern das jetzt noch weiter verfolgen. Ich würde die Koga-Geschichte jetzt gerne noch weiter verfolgen gerade. Dass wir mal eine Sache abschließen. Die Frage ist, komme ich von hier bis da hoch? Oder reicht es vielleicht schon von hier? Was ist denn das für eine Wurzel? Ich glaube es nämlich nicht. Wenn ich hier jetzt Statuen finden sollte, dann ja. Dann führen die mich am Ende zur Mine. Wenn ich hier Statuen finden sollte, aber ich glaube nicht. So.
Wo sind wir denn hier? Scheiße. Ja, das sind definitiv die Statuen, die zur Mine führen. Okay, gut. Wir folgen den Statuen zur Hebra-Mine. Ist in Ordnung. Machen wir das. Wir wissen jetzt ja, wohin die Statuen führen. Das ist jetzt diesmal kein Geheimnis mehr. Sehr gut. Dann machen wir das. Dann machen wir ganz genau das. Vielleicht ist es ja auch nicht so weit. Wir werden es sehen. Will ich mich jetzt mit einem Jäger anlegen? Ja, kommt. Auch wenn sie schon hier rumstehen, kriegen sie auch aufs Maul. Funktioniert. Easy. Das hat Sidon jetzt gemacht, ne? Oh, okay, Sidon ist auf jeden Fall auch ganz krass unterwegs. Sehr, sehr praktisch. Dem seine Fähigkeiten. So. Okay, wir dürfen uns aber nicht ablenken lassen, wir müssen den Statuen folgen. Wir müssen den Statuen folgen. Das sagen wir dürfen uns so gut wie nicht ablenken lassen. So, wohin guckst du? Okay, nach da. Oh, ist das? Ist das ein Dings? Ich meine, ja, blaue Hinox lese ich auch. Aber ein Miasma Hinox? Nein, danke. Kein Interesse an so einem Viech. Ist die nächste Statue, sehr schön. Und die guckt nach... Ja, nach da. Gut. Ja, das führt mich doch direkt nach oben in die Hebra-Region. Okay, wunderbar. Ja. Oha. Kommen wir vielleicht jetzt schon hin? Weil das sieht schon so aus wie so ein Gang, der halt dahin führt. Yo, hier geht's einfach schon runter. Haben wir sie schon gefunden? Ist hier schon die Mine? Ich werd bekloppt. Ich werd bekloppt. Machen wir zwei Kokas in einem Part? Das wäre ja insane. Weil das wirkt doch jetzt schon wie so ein Eingang, ne? Hallo? Alter, schlag doch auf das Richtige und nicht auf die... So. So, wie ich gerade sagte, das wäre ja voll insane, wenn wir hier jetzt schon... Oha. Okay. Oder es ist nur ein Durchgang. Kann natürlich auch sein, dass es jetzt erstmal nur ein Durchgang ist und noch nicht zur richtigen Mine führt. Aber cool wär's. Doch, hier ist direkt. Hier ist die Mine. Hier ist die Mine. Zwei Kokas in einem Part, was halte ich denn davon? Aber der guckt gar nicht zur Mine hin. Hä, wo guckt der denn hin? Ich meine, er guckt nach da und die Mine ist einfach direkt neben uns. Oder ist es nicht die Mine, um die es geht?
Nee, das ist gar nicht die Mine. Das ist so ein... Das ist so ein Blockkonstrukt. Oh, will ich mich jetzt mit so einem Blockkonstrukt anlegen? Warte, das markieren wir uns mal. So. Das hat ja gut funktioniert. So. Das machen wir wann anders. Dann folgen wir erstmal weiter den Kollegen hier. Da war ich jetzt ein bisschen zu euphorisch. Und dachte, hier ist gleich die Mine. Okay, es geht erstmal weiter mit den Statuen. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Dann gibt's Koga im nächsten Part. So, guckst du, habe ich in die richtige Richtung geworfen? Nee. Hier geht's weiter. Okay. Nice. Oh, ich liebe meine Begleiter. Ich kann es kaum erwarten, den vierten Begleiter noch zu haben. Aus Gerudo dann, ne? Das muss ja dann der Geist von Dings sein. Von, nach wie heißt sie wieder? Ach, ihr wisst schon, wen ich meine. Ja, ich komme nicht auf den Namen, macht aber nichts. Ich wollte übrigens mal was testen. Ich wollte testen, ob der Wassereffekt, hallo? Wo ist denn mein Sidon? Ah, hier. Ob der Wassereffekt es mir erstmal auch wegmacht. Schade. Das wäre cool gewesen. So, da ist die nächste Statue. Wo guckst du hin? Okay, einfach den Weg hier hoch. Passt für mich. Passt mir gut, weil hier auch coole Sachen sind. Das sind Gegner, die interessieren mich herzlich wenig. Und die Statue interessiert die auch nicht. Sehr gut. Einfach weiter. Das Einzige, was ich tatsächlich, was mich kurz vom Weg abbringen würde, wäre, wenn ich eine Wurzel sehe. Also, jetzt aber mal, was ist denn das mit mir? Ich sag irgendwas und es passiert. Was ist denn das mit mir? Was ist denn das? Ich komme auf mein Leben nicht mehr klar. Jetzt sieht man auch den Boss besser, ne? Ja. Ich komme auf mein Leben. Ey, it's my real talk. Das gibt's doch nicht. Dass ich so... Wie schaffe ich denn das immer wieder, irgendwas zu sagen? Und genau dann... Genau dann tritt es einfach ein. So, das ist insane. Das ist doch... Ich wollte schon die ganze Zeit das mit der Wurzel sagen, ne? Ich hab's aber nie... Es gab nie den richtigen Moment dafür, es zu sagen. Jetzt, wo ich sage, sehe ich sofort eine. Hä? Okay. So, jetzt muss ich irgendwie vernünftig uns durchmanövrieren. Die Miasma-Hitbox ist zum Glück einfach nicht vorhanden. So. Und wir sind wieder bei den Statuen. Sehr schön.
Wie gesagt, kurzer Abstecher zur Wurzel muss natürlich sein. Wenn wir eine sehen, müssen wir die auslösen. Da gibt es gar keine Diskussion. Da gibt es gar keine Diskussion. So. Da ist die nächste Statue. Sehr gut. Und da ist direkt die nächste Statue. Brauchen wir uns im Moment noch gar nicht ausleuchten alles. Auch sehr gut. Die führt jetzt nicht gerade zu einer Mine, sondern hierhin. In der Wand steckt eine umgestürzte Statue. Ja, eine Kette, die zu einer alten Mine führen. Ah, hier scheint die Kette abzureißen. Ach, komm schon. Das ist aber nicht so schön. Innerhalb dieser Felswand ist. Es gibt nirgendwo einen Eingang. Okay. Ja gut, aber wenn ich jetzt weiß, wo das ist, könnte ich auf der Oberwelt gucken, ob ich einen Eingang finde. So, kurzer Angriff. Und schon beendet. Ah, okay, ich verstehe. Aber das würde bedeuten, dass hier in etwa die Mine ist, ne? Ah ja. Ja, ja, ich verstehe schon. Ich verstehe schon, zumindest so ein bisschen. Ich schätze, außen rumlaufen bringt nichts. Wir können es mal probieren. Wir können das Gebiet mal so ein bisschen abstecken. Danke. Genau das wollte ich, Yonobu. Genau das wollte ich. Nicht. Aber es scheint sich zu manifestieren, Koga gibt's erst beim zweiten Mal, also im nächsten Part. Nicht, Mann, hört doch jetzt mal auf. Ich schalte dich gleich aus. Ja, Koga gibt's wohl erst beim zweiten Mal. Im nächsten Part. Wenn wir den Eingang finden zu dieser Mine, wenn wir den Eingang noch nicht finden, vielleicht noch nicht im nächsten Part. Wir werden es sehen. Ich bedanke mich an der Stelle jedenfalls fürs Zuschauen und sage Tschüss.